Die Fortuna Düsseldorf ist ein klarer Aufstiegsaspirant. Das Team aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens präsentierte sich in der Frühphase der Saison taktisch und technisch auf enorm hohem Niveau. Die Fortuna verfügt über einen grandiosen Kader und ein spannendes Konzept. Zudem ist der Verein, seine Historie und die Atmosphäre deutlich unterschätzt, was wohl auf den sportlichen Niedergang der 2000er Jahre und das viel zu große Stadion zurückzuführen ist. Die Fortunen liegen immer noch auf Rang 18 der ewigen Tabelle der Bundesliga und spielten immerhin schon 25 Jahre im deutschen Oberhaus. Und genau dahin will man in diesem Jahr zurückkehren. Trainer Daniel Thun übernahm Düsseldorf im Februar 2022 und führte die kriselnde Fortuna aus dem Abstiegskampf und Platz 16 ins Mittelfeld und auf Platz 10. Dabei holte er starke 21 Punkte in 12 Spielen. Im letzten Jahr galt es dann erneut oben anzugreifen. Nach einer ordentlichen Hinrunde, welche man auf Platz 7 abschloss, überzeugte man restlos in der Rückrunde und konnte letztendlich den vierten Rang belegen. Offiziell wurde zwar nicht kommuniziert, dass man aufsteigen möchte, aber formulierte man doch, dass es das Ziel sei, den nächsten Schritt zu gehen. Nach kräftigen Investitionen in den Kader und dem letztjährigen Erfolg wäre jedoch alles außerhalb des Aufstiegsrennens kein wirklicher Sprung nach vorne. In den ersten 5 Spielen der Saison ist ein klarer Fortschritt zu erkennen. Düsseldorf präsentierte sich außerhalb der unglücklichen Niederlage gegen den SC Paderborn wie eine extrem gefestigte, reife und konstante Mannschaft, welche über die richtige Mischung aus mannschaftlicher Geschlossenheit, individueller Qualität, taktischer Schulung sowie Disziplin und Kampf verfügt. Die Fortuna tritt grundlegend im 4-3-3 oder 4-2-3-1-System auf. Was ein wenig bemerkenswert und Tim Walter-esk ist, ist die Positionierung der Außenverteidiger, welche sich schon im Aufbau enorm hoch anbieten. Sie erleben dementsprechend das gesamte Spielgeschehen extrem offensiv. Der Sechser, meist Yannick Engelhardt, agiert hierbei relativ tief. Die Fortuna ist eines der Teams, welche sowohl durch die Mitte als auch über den Flügel spielen kann. Die Mannschaft ist taktisch wirklich top geschult. Auch werden lange Bälle und Abschläge nach vorne nicht gescheut. Zentral ist hierbei die körperliche Präsenz der Offensivspieler. Gerade Vermaei ist hier Fixpunkt. Ebenso gefällt mir das Verhalten der Mannschaft insgesamt. Bei Angriffsbemühungen schaltet sich beinahe das gesamte Team ein und rückt geschlossen nach vorne. Sollte der Ball verloren werden, bewegt man sich schnell nach hinten. Die Düsseldorfer sind ein eingespieltes und diszipliniertes Team. Weiterhin herausragend ist das Pressingverhalten. Ein wunderbares Beispiel hierfür ist das 1:1 gegen den KSC. Die beiden Stürmer laufen von der Seite an und drängen den Ball so Richtung Torwart. Dieser kann, aufgrund der zugestellten Passwege, nicht zu seinen Innenverteidigern spielen und gibt den Ball somit ins Zentrum. Optional und wahrscheinlich auch die bessere Möglichkeit wäre es gewesen, den Ball lang rauszuschlagen, jedoch versuchte Karlsruhe das Ganze spielerisch zu lösen. Aufgrund der Vorhersehbarkeit dieses Balls ist es Yannick Engelhardt, der reinstartet und den Karlsruher im Zentrum direkt unter Druck setzt, den Ball erobern kann und anschließend in einem 3:0 aufs Tor geht und sicher vollendet. Auch im Mittelfeld kann man immer wieder beobachten, wie die Fortuna aggressiv presst und so Bälle erobert. Die Mannschaft zeigt weiterhin extrem gutes Verhalten im Offensivspiel und Ruhe am Ball. Ein Beispiel dafür, im Spiel gegen den KSC kann man gleich mehrmals beobachten, wie Düsseldorfer nach einer Flanke nicht abziehen, sondern den Ball annehmen und in den Rückraum legen, wo deutlich mehr Platz für die eigenen Mitspieler ist und diese können aus gefährlicher Position 16 bis 20 Meter vom Tor entfernt in Ruhe abschließen. Trainer Daniel Thun zeigt eine wirklich herausragende Coachingleistung. Insgesamt macht die sportliche Führung großartige Arbeit. Der Kader ist zwar relativ klein, qualitativ jedoch auf sehr hohem Niveau und auf jeden Fall in den Top 3 dieser Liga. Bemerkenswert ist die gelungene Mischung zwischen erfahrenen Spielern und jungen Akteuren mit viel Potenzial. Auch sind die Routiniers im besten Fußballeralter. Der Kern der Mannschaft spielt zudem schon einige Jahre zusammen. Torhüter Florian Kastenmeier präsentierte sich in den ersten 5 Partien von seiner besten Seite und ist der bestbewertetste Keeper der Liga. Gerade die Ballverteilung und die Präzision langer Abschläge zeichnen ihn bislang aus. Somit kann er immer wieder viel Raum überbrücken und Offensivaktionen einleiten. In der Innenverteidigung ist man dreifach überragend besetzt. Gerade André Hoffmann und Jordi de Weijs sind Leader auf dem Feld und enorm zweikampfstark. Der spannendste Spieler der Riege ist sicherlich Jamir Siebert. Der junge Innenverteidiger zeigte sich gut am Ball und hat unglaublich viel Potenzial. Auch auf den Außen befinden sich mit Zimmermann und Gavori viel Qualität und Erfahrung. Beide sind in dieser Saison zudem sehr gut in Zweikämpfen, jedoch ist der Kader an der Stelle wirklich etwas dünn besetzt. Ein absoluter Wunschspieler von mir, den ich zukünftig in der Bundesliga sehe, ist Sechser Yannick Engelhardt. Er hat bisher eine unglaubliche Passquote, bringt fast jeden Ball an den Mann und erfüllt die Rolle als Sechser grandios. Ein unglaublicher Spieler mit viel Potenzial. Weiterhin mit viel Potenzial ausgestattet ist Achter Isaac Bergmann Johannesson, der vom FC Kopenhagen ausgeliehen ist. Allgemein ist das Zentrum sehr gut besetzt, hat man mit Shinta Appelkamp, Marcel Sobotka und Ao Tanaka weitere Optionen, die mindestens über gehobenes Zweitliganiveau verfügen. Aber auch hier ist das Problem der Kaderbreite vorhanden. Insgesamt verfügt man nur über 6 Spieler für 3 Positionen. Auch in der Breite gut besetzt sind hingegen die Flügel. Mit Ioa und Jastrzemski verfügt man über 2 großartige Einwechselspieler, die vor allem durch ihr Tempo brillieren.
Rechtsaußen Felix Klaus ist sehr spielstark und linksaußen Christos Tsiolis ist einfach zu gut für die zweite Bundesliga. Er bringt alle Fähigkeiten eines grandiosen Flügelstürmers mit, ist technisch beschlagen und überzeugt in 3 Einsätzen, wovon er lediglich im letzten Spiel startete, mit 3 Toren. Das Sturmzentrum bekleiden Vincent Vermey, ein technisch guter Zielspieler, und Daniel Ginczek, ein altbekannter Bundesligaspieler, welcher immer wieder von Verletzungen gebremst wurde. Eine weitere Backup-Option ist Angreifer Jonah Niemic. Insgesamt muss man die Fortuna zum Kandidatenkreis für den Bundesliga-Aufstieg zählen. Daniel Thun leistet auf der Trainerposition sehr gute Arbeit und stellt die Mannschaft bisher grandios ein. Das Team ist auf jeglicher Position, was die Qualität betrifft, sehr gut besetzt. Insgesamt ist die Kaderdecke jedoch etwas zu dünn. Falls man Glück mit Verletzungen hat, sollte das allerdings passen. Die Fortuna hat an diesem Punkt den Vorteil, dass sich die Mannschaft gefunden hat. Ich bin mir sicher, dass Fortuna Düsseldorf am Ende der Saison aufsteigen wird. Es wäre an diesem Punkt auch nur der verdiente Lohn für sehr gute Arbeit. Lasst mich an dieser Stelle gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Fortuna aus Düsseldorf seht. Denkt ihr, dass man aufsteigen kann oder glaubt ihr, dass man zu inkonstant ist und letztendlich einbrechen wird? Falls es euch gefallen hat, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr das Video liked und mich für mehr Content rund um die zweite Bundesliga und den deutschen Fußball, aber auch die Fußballwelt abonniert. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, ciao ciao!